Jetzt ist allerdings Kohlefuttern bei Vergiftung nicht nur toll, sondern hat auch einen Nachteil. Denn diese medizinischen Kohletabletten, die man da aus der Reiseapotheke kennt, die werden ja meistens nicht für Vergiftung verwendet, weil das hat man ja auf Reisen dann doch eher selten, sondern eher bei Durchfall. Denn die Wirkung haben sie eben auch dadurch, dass sich da so alle möglichen anderen Sachen an diese Kohle dranheften und da dann festkleben, klumpt sich das halt zu einem großen Klumpen auf. Diese Klumpen können sich untereinander dann wieder weiter verklumpen und es verklumpt einem, ihr könnt es euch ungefähr recht bildhaft vorstellen, der Verdauungstrakt. Das ist dann natürlich blöd, wenn diese Klumpen im Wesentlichen aus Kohle plus Giftstoffe bestehen, weil die bleiben dann natürlich länger im Organismus, als sie es vermutlich würden, wenn man keine Kohle gefuttert hätte und der Körper selber reagiert mit dem Mechanismus, der ihm zur Verfügung steht, um diese Giftstoffe jetzt wieder loszuwerden, nämlich Erbrechen und Durchfall. Generell ist es ja so, dass man bei Vergiftungen, zumindest im Outdoor-Bereich, wenn es sich um irgendwelche pflanzlichen und tierischen Giftstoffe handelt, versuchen sollte, sich zu übergeben. Das kann man tun, indem man sich einen Finger in den Hals steckt. Ich persönlich kann das überhaupt nicht. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Also irgendwas mache ich da falsch, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Magen einfach zu geizig ist und nichts mehr hergeben möchte. Was bei mir allerdings super funktioniert, ist, wenn man hat, Salzwasser saufen. Jetzt ist es ja so, Salz meint in den meisten Fällen Natriumchlorid. Also das stinkt normale Kochsalz. Aber auch, und das muss man ein bisschen vorgreifen, unsere Asche vom Feuer ist eine Verbindung von verschiedenen Salzen, unter anderem. Und deshalb kann es auch funktionieren, ein sehr stark geaschtes Wasser zu trinken und sich davon übergeben zu müssen. Hängt so ein bisschen von der Empfindlichkeit des jeweiligen Magens ab, aber wenn man kein Kochsalz zur Verfügung hat, was in den meisten Fällen der Fall sein wird, es sei denn, man wohnt jetzt zufällig an der Küste und hat Feuersteine und Meer, aber ich habe Berge, richtige Berge, egal. Wie dem auch sei, das funktioniert auch mit Meerwasser und davon sollte man auch eine größere Menge saufen. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, wie das mit dem Erbrechen herbeiführen funktioniert und was exakt bei Vergiftungen zu tun ist und wie viel Kohle man dann futtern sollte, sofern man sich entscheidet, Kohle zu futtern. Ich möchte nochmal betonen, dann hat man den Nachteil, dass einem nicht der Durchfall zur Verfügung steht oder reduziert Durchfall zur Verfügung steht. Man hilft vielleicht dem Körper, aber man hat halt eben den Nachteil, dass man eine natürliche Heilmethode, die der Körper von sich aus anwenden würde, damit behindert. Nicht vielleicht gänzlich unterbindet, aber behindert. Weil Durchfall haben ist, wenn man jede Menge Gift im Darm hat, wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Dann ist er nämlich draußen, das Gift. Deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Muss jeder dann selber wissen, wenn er in eine entsprechende Situation kommt, in der sowas mal notwendig sein wird, ob man dann Kohle frisst oder es eben sein lässt und sich eher auf Durchfall verlässt. Gegen Durchfall helfen übrigens auch noch andere Dinge. Das gibt es dann irgendwann noch mal ein eigenes Video. Okay, und jetzt kann man noch was sagen zu Kohle und Asche. Wir haben nämlich gemeinsam die Eigenschaft, dass Tiere Verbrennungsprodukte nicht mögen. Denn instinktiv hat jedes Tier, das in der Lage ist, irgendwie wahrzunehmen, okay, da hat was gebrannt, Angst vor Feuer, weil das ist potenziell gefährlich, soll heißen, die mögen keine Asche und keine Holzkohle. Das ist relativ egal, beides deutet darauf hin und das super riechbar, selbst für uns als Mensch können wir ja Verbrennungsgeruch sofort wahrnehmen, weil da unser Gehirn quasi direkt auf potenzielle Gefahr schaltet und obwohl wir sonst nichts riechen, wenn irgendwas brennt, riechen wir das vergleichsweise gut, weil das eben enorm überlebenswichtig sein kann. Ob jetzt Omas Gulasch besonders gut riecht oder nicht, ist nicht so elementar wichtig. Deswegen, Verbrennungsgerüche werden besonders gut wahrgenommen und das gilt insbesondere im Tierreich und im vielfachen vergrößerten Bereich bei Tieren, die eine hervorragende Nase haben. Die riechen das ganz wunderbar. Soll heißen, es bietet immer einen gewissen Schutz vor wilden Tieren, wenn man um sein Lager herum jede Menge verbranntes Material verstreut. Ist egal, ob Holzkohle oder Asche, spielt in diesem Zusammenhang wirklich keine allzu große Rolle.
Asche wird möglicherweise leichter sein, weil man die jetzt besser verteilen kann und davon netto auch irgendwo mehr hat, wenn man über einen längeren Zeitraum ein sehr heißes Feuer betreibt. Aber sollte man noch irgendwo einen Haufen Holzkohle rumliegen haben, weil man es tatsächlich geschafft hat, professionell welche herzustellen, dann kann man die genauso nehmen. Das hilft, wie gesagt, jetzt erstmal gegen große Tiere, die das dann riechen und sich denken, oder könnte was brennen, da bleibe ich lieber weg. Gilt immer mal wieder neugierige Individuen, die trotzdem ankommen. Also es ist kein 100% super sicher System, es hilft nur. Und gleichzeitig ist es praktisch, wenn man irgendwo am Boden liegt und nicht der Hängemattenfraktion angehört oder tatsächlich gerade keine Hängematte hat und sich auch aus irgendwelchen Gründen nichts improvisieren kann, dann ist das auch super, wenn man sich einen Ring aus Asche oder Holzkohle ums Lager streut, dann kommen nämlich die kriechenden bzw. krabbelnden Kleinviecher normalerweise auch nicht drüber. Oder zumindest sehr, 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 sehr wenige trauen sich da drüber zu kommen. Einige kommen unten drunter durch. Aber Grund ist auch übrigens, warum sie da nicht drüber wollen, wenn man Asche nimmt. Bei Holzkohle ist es da nicht ganz so dramatisch, aber bei Asche hat es den großen Vorteil, das wäre für die auch sehr, sehr, sehr ungesund, denn die atmen nicht aktiv, die haben quasi einfach einen durch sie durchströmenden Luftaustausch, so eine Art, ja, man nennt es Tracheenatmung. Oder Tracheiden? Und jedenfalls saugen die selbstständig Luft an, und wenn in dieser Luft dann noch jede Menge Aschepartikel drin sind, dann ist das für das Atmungssystem von Insekten zum Beispiel oder Spinnen überaus unangenehm. Das ist so ein Grund, weshalb die da, mal abgesehen davon, dass es potenziell Feuer sein könnte und sie davor auch ein bisschen Respekt haben, ist das so einer der anderen Gründe, weshalb die da ungern drüber laufen. Hilft also. Ja, und dann wäre dann noch die wunderbare, sehr praktische Anwendung, dass man sich aus den genannten Gründen, dass Tiere das nicht mögen, damit natürlich auch einschmieren kann. Da bietet sich wieder die Asche an, es geht aber auch mit kleingebröselter Holzkohle in Verbindung mit Wasser. Ist ein gewisser Schutz vor Insekten. Ich habe es mal kleinflächig ausprobiert, weil ich dann wieder zu sehr Zivilisationsmensch bin, um mich damit von Kopf bis Fuß einzuschmieren. Und naja, bisher hat, also in meinem Versuch, da gab es jede Menge Mücken, aber an der Stelle hat halt keine gestochen oder sich auch keine draufgesetzt. Das ist aber, bei Mücken gilt ja grundsätzlich verschiedene Schutzmethoden, da gibt es ja jede Menge, wirken nicht bei jedem. Das ist ganz wichtig in Verbindung mit allen möglichen Stechinsekten, das mal erwähnt zu haben. Der eine schwört auf Autan, der andere mag Antibrumm, wieder der nächste findet dieses Zeug von der Bundeswehr super toll, was zwar die Leber angreift, aber dafür wird man wenigstens nicht gestochen. Und ja, ist ja jetzt, führt zu weit. Eine Paste aus Asche wirkt dann übrigens auch ein wenig als Sonnenschutz, wenn man gar nichts anderes zur Verfügung hat und sich sonst einen mordsmäßigen Sonnenbrand holen würde. Allerdings würde ich ein vergleichsweise kostbares Gut wie Asche oder Holzkohle, wie immer, nicht unbedingt dafür verwenden, sondern mich dann einfach mit Matsch einschmieren, weil Matsch funktioniert genauso als Sonnenschutz. Jo, und jetzt kommen wir dann mal endlich zur Asche. Was kann denn jetzt die Asche, was die Holzkohle nicht kann? Was das jetzt hier ist, ist wirklich tatsächlich überwiegend Asche. Da mag noch ein bisschen Holzkohle dazwischen sein. Ja, ist es. Ist es. Ist inzwischen schon ganz gut abgekühlt. Ja, hier noch ein Stück Kohle. Ja, unsere Asche hat jetzt nicht mehr eine große Oberfläche und hat damit nicht mehr diese schadstoffabsorbierende Wirkung, die wir bei der Holzkohle haben. Aber Holzkohle ist ja auch nicht besonders gesund. Die kann man zwar essen, ohne dass was Schlimmes passiert, außer es gibt ein bisschen Verstopfung. Viel mehr passiert da eigentlich nicht. Und große Mengen von dem Zeug, klar, ist nicht lecker. Möglicherweise muss man sich davon auch wieder übergeben. Aber dran sterben oder nennenswert krank werden kann man nicht, wenn man große Mengen Holzkohle frisst. Was anderes ist natürlich das Thema Krebsrisiko, aber im Fall einer Vergiftung oder eines enormen Durchfalls in der Natur sollte jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko vielleicht das nicht ganz so schlimme Szenario sein und man das dann doch dem sofortigen Tod quasi vorziehen. Aber mehr als eben Krebsrisiko erhöhen tut jetzt Kohle fressen eigentlich nicht, meines Wissens.
Asche hat jetzt die wunderbare Eigenschaft, dass die ja nur noch aus quasi Mineralien besteht. Außer Mineralien ist da nichts mehr drin. Und Mineralien sind ja per se erstmal nicht ungesund. Das mit den Schwermetallen hatte ich ja am Eingang schon erwähnt. Und deswegen kann jetzt Asche wirklich sehr, 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 sehr gut als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden, wenn man sonst zu wenig Mineralien abbekommt. Was in einem Survival-Szenario, in dem man sich überwiegend von pflanzlicher Notnahrung und halt meinetwegen noch ein paar Käfern ernährt, eigentlich fast immer der Fall sein wird. Es kann also niemals schaden, wenn man sich immer ein bisschen Asche in seinen Trinkwasser streut. Das muss jetzt nicht viel sein, da reicht wirklich schon ein ganz kleines bisschen, weil Asche ist ja konzentrierte Mineralien. Und man bekommt dann eigentlich fast alle Nährelemente, die der Säugetierorganismus braucht, durch diese Asche wieder ganz gut zugeführt. Was in der Asche nicht drin ist, muss man dann durch tierische Eiweiße noch ergänzen. Heißt also, so ein ganz kleiner Anteil von Fleisch oder in Gottes Namen Käfern oder Würmer oder sollte man dann auch noch zu sich nehmen, damit das dann mit dem Nährstoffhaushalt auch langfristig funktioniert. Und wichtig ist jetzt noch dazu zu sagen, wir sprechen hier von einem langfristigen Vorhaben. Wenn man also wirklich richtig lange draußen ist, als normaler, gut ernährter, sagen wir ein normal zivilisationsmäßig ernährter Mensch, der meinetwegen auch hin und wieder bei McDonald's vorbeischaut oder sonst irgendwie Junkfood futtert, ist völlig egal, aber an Mineralstoffen mangelt es einem dann normalerweise nicht, es sei denn, man hat da irgendwelche komischen Krankheiten. Und mit so einer Ernährungsform, insbesondere wenn man relativ viel Fleisch futtert, kann man locker monatelang draußen klarkommen, ohne irgendwie Probleme mit Mineralien zu bekommen. Je nachdem. Weil, wenn jetzt noch dazu kommt, dass man sich größtenteils von Regenwasser oder einem eher mineralienarmen Wasser ernährt, trinkt halt, dann sollte man wirklich, wirklich darauf achten, dass man in dieses Wasser dann auch hin und wieder mal ein wenig Asche reinstreut. Das darf dann auch ein bisschen mehr sein, denn auch eben gerade im Wasser, das wäre jetzt die geeignete Form, sich mittels Asche Mineralien zusätzlich zuzuführen. Und es kann in keinem Fall schaden, auch wenn es erstmal ein, zwei Monate lang nicht unbedingt erforderlich ist. Da hinten ist die Sonne, dass ich die auch nochmal sehe heute. Also Nahrungsergänzungsmittelasche, Viecherfernhaltenasche mit Einschmieren. Boah, was kann man damit noch machen? Ah, richtig! Da gibt es ja dann noch das Gerücht, dass man sich mit Asche die Zähne putzen kann. Kann man schon. Allerdings, da dient sie bloß als Scheuermittel, weil die einzelnen kleinen Aschepartikel, die mögen wirklich winzig, winzig klein und fein sein, aber die sind dann eigentlich auch wieder hart. Also das ist so im Prinzip so eine Art Scheuersalz. Man kann auch in der Küche Asche für verschiedene Dinge verwenden, um damit irgendwas sauber zu machen. Und Asche in Verbindung mit Fettsäuren und Wasser ergibt Seife. Also Asche ist auch durchaus was zum Waschen interessant sein könnte. Insgesamt in der Hygiene durchaus anwendbar. Aber das Gerücht, sie hätte irgendeine desinfizierende Wirkung, das stimmt nicht. Kann nur unter Umständen für ganz wenige einzelne Mikroorganismen vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, die Fortpflanzung hemmend wirken. Aber umbringen tut das nichts. Als Seife dann möglicherweise schon. Anderes Problem ist allerdings, Fettsäuren muss man auch erstmal wieder irgendwo hernehmen und dafür bräuchte man irgendwas mit Fett. Das Gute ist jetzt, dass die menschliche Haut per se ja immer ein gewisses Maß an Fett absondert. Wenn man sich also mit einem Aschebrei einschmiert, wirkt der auf der nach Möglichkeit fettigen Haut dann schon als eine gewisse Emulsion und man kriegt sich damit einigermaßen sauber. Also wer großen Wert auf entsprechende Hygiene in der Natur in einem Survival-Szenario legt, der kann sich damit, glaube ich, vielleicht ganz gut sauber bekommen. Solltet ihr tatsächlich Fettsäuren übrig haben, weil ihr irgendeine fettreiche Nahrung gefunden habt, möglich wäre zum Beispiel auch das Auspressen von Eicheln oder Bucheckern, dann könntet ihr das auch mit dem Zeug vermischen und mal schauen, was ihr bekommt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber in der Theorie sollte eine beliebige Fettsäure in Kombination mit einer recht alkalisch wirkenden Asche so eine Art Seife ergeben.
Ja, nachdem ich jetzt kurze Denkpause eingelegt habe, kann ich jetzt noch ergänzen zur Waschgeschichte. Selbstverständlich kann man mit einer Asche-Wasser-Mischung auch wunderbar Kleidungsstücke einschmieren und dann so lange in den Fluss tauchen, bis die einigermaßen sauber geworden sind. Ist auf jeden Fall besser als mit reinem Wasser. Weil gerade in Kleidungsstücken fängt sich ja das körpereigene Hautfett dann doch ganz gut und da könnte schon so eine seifenartige Geschichte da entstehen. Und dann, wenn man irgendwelche fettigen Geschirrgeschichten hat, da Asche reinkippen ist dann definitiv eine gute Idee, weil da ist auf jeden Fall genug Fett drin, dass man eine seifenartige Emulsion, nennt sich das ja, dann auch bekommt und kann damit sein Geschirr relativ gut sauber bekommen. Das ist jetzt aber eher was für den Nicht-Survival-Fall, weil da hat man wahrscheinlich sowieso keine Pfanne und schon gar nichts, irgendwas Fetthaltiges, was man da drin anbraten könnte. Ja, und zum Schluss, mit genügend Asche, Wasser und Fett kann man ja bekanntlich Seife herstellen. Und wenn man genug Seife hat, wer Fight Club gesehen hat, weiß das, kann man auch Sprengstoff herstellen. Ich mag Sprengstoff. Also, theoretisch. Ach so, ja, und Holzkohle ist übrigens dann auch praktisch, wenn man sich Schwarzpulver basteln will. Damals, als noch keinen Terrorismus gab, ist mein Vater mal mit mir in die Apotheke und hat den Apotheker gefragt, ob er denn vielleicht Holzkohle hätte, besonders reine und gute. Ja, das hätte er schon, ja, ja. Und ob er denn zufällig auch noch ein bisschen Schwefel hätte, ja, das könnte er auch noch besorgen. Und ob er denn auch noch Salpeter hätte, was haben Sie denn vor? Aber da, ja gut, da mein Vater ja Botaniker und hat der Apotheker ihm dann abgenommen, dass das schon irgendwelche seriösen Gründe gehabt haben mag, um mit diesem Zeug da rumzuhantieren. Heutzutage habe ich mir mittlerweile sagen lassen, übrigens auf der ersten Männer im Wald Tour, ja, braucht man einen Schwarzpulverschein, wenn man mit dem Zeug irgendwie hantieren will. Naja, schöne alte Welt damals, da war ich noch ja, ungefähr auf der Höhe, auf der ich jetzt bin, nur bin ich da nicht gesessen. ja, habe ich noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, ich gehe jetzt mal den nächsten Bach suchen, weil sonst, wenn ich durchs Dorf laufe, kriegen alle Angst vor mir. Erinnert einen irgendwie so ein bisschen an die Bundeswehrzeit mit Gesichtstarnung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.